Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Grand Ages Medieval. Ja, wir haben letztes Mal hier die Straße zum Ausbau bereit gemacht. Ist das eigentlich, ja, das müsste fertig sein, oder? Ist wohl, denke ich mal. Da sehe ich zwar jetzt nichts, aber sieht wohl so aus. Kann man da was machen? Nee. Der Bautrupp? Ach, der ist da. Ah, jetzt verstehe ich. Dieses gestrichelte Linie bedeutet, dass die Straße schon besser ausgebaut ist und die bauen wahrscheinlich jetzt erstmal gerade eine Brücke oder was. Ja, sieht ganz danach aus, dass die hier eine Brücke bauen. Das ist bis jetzt eine Furt. Das könnte also sein, dass das dann noch nicht so weit ist, denke ich mal, ne? Okay, dann schauen wir mal nach der neuen Stadt, die wir gemacht haben. Wie sieht's da aus? Da sieht es so aus, dass noch nicht ganz viel los ist, oder? Wir bauen eine Ziegelei. Wo ist jetzt nicht? Haben wir das in Auftrag gegeben? Oh, könnte vielleicht sein, dass wir das letzte Mal in Auftrag gegeben haben. Müssen wir mal schauen. Und, was fehlt da? Nix, oder wie sieht das aus? Sonst wäre hier so ein Ausrufezeichen in der Ecke, oder? Jo, alles gut. Produktion festlegen. Haben wir das schon gemacht? Weiß ich nicht. Können wir mal reingucken. Sieht so aus, dass wir das schon gemacht haben. Das dauert noch, keine Ahnung, 10%. Ach so, wenn wir im Menü sind, geht's nicht weiter. Genau so war das. Gut, dann schauen wir mal hier. Da handeln wir mit. Wieso haben wir denn nur einen grünen Punkt dann? Na, konstanter. Wer ist das? Das ist ein Händler von uns. Und da ist auch ein Händler. Ah, guck mal, der läuft da so schnell. Wahrscheinlich ist er da dann gleich langsamer, oder? Schauen wir mal gerade rein. Und genau so sieht's aus. Ja, da ist er viel langsamer. Das ist also gut, die Straße auszubauen, weil der Händler dann viel häufiger dahin kann, ne? Aber zurzeit ist leider niemand da, der diesen Handel betreiben kann, ne? Der eine Händler ist hier unterwegs, ziemlich langsam. Sieht man das denn an der Straße, dass die schneller... Ah, das ist ein richtiger Feldweg, ne? Und da ist eine Furt. Achso, das ist der Weg zum Dingens. Wie heißt es? Zu unserer neuen Stadt. Gut, und hier ist noch der alte Weg. Da ist die Steinfurt. Und ja, man sieht es hier sehr schön, dass da Steine dann drauf sind. Und durch die Steine können die dann schneller vorwärts kommen, ne? Bei den anderen, da sinken die wahrscheinlich ein, die Räder. Und dann klappt das nicht. Okay. Und dieses Stück, ja, ist wohl auch mit Steinen gemacht. Sah optisch noch nicht so aus, wahrscheinlich. Okay, dann sollten wir vielleicht mal überlegen, dass wir das nachher hier auch machen. 2708 Bewohner, guck mal an. Wächst und gedeiht, aber ist ziemlich langsam. Straßenbau pausiert, da in so viel Baustoff fehlen. Ah, alles klar. Ja. Ziegelei läuft aber. Bauwaren fehlen, okay. Und wie sieht das hier aus? Ja, da wird es nicht besser sein, ne? Arbeiter fehlen. Jetzt hier in der Ziegelei geht's nicht voran, okay. Ja, da fehlen 11 Leute oder was. Gut, dann müssen die da erst weiter vorankommen. Oh, guck mal, das ist schon so eine richtig schicke Straße hier. Okay. Das ist ein Händler und der hat was dabei. Kohle, Wolle, Honig und Bier. Schade, aber nein, Ala kann es ja auch nichts geben, ne? Nö, da ist Holzfäller, Kohlegrube, Imker, Schafzüchter und Brauhaus. Großes Kontor wird noch gebaut. Oh, gut. Das sind Speer und das ist die Landwehr. Da sollen wir hin? Ja, geht da mal hin. Händler kommt gleich an. Jetzt haben alle nichts mehr hier. Ja, alles ist eine Überproduktion.
Also eigentlich nicht verkehrt. Aber Bauwaren fehlen, auch interessant, ne? Gut, jetzt fährt er schnell schneller, das letzte Stück im Dorf. Jetzt muss er noch entladen. Und Städte auf der Route 5. Interessant. Ist das eine Rundreise? Eigentlich nicht, oder? Warum steht da Städte auf der Route 5? Ja, muss man nicht verstehen, ne? Die bauen nicht weiter. Der Händler kommt schon zurück. Der nimmt jetzt 16 Steine mit, oder was? Ist ja auch nett, ne? Die Straße kann nicht gebaut werden. Und der nimmt Steine mit. Oh, da gibt's aber 43 Steine. Sag, hier ist fertig, oder was? Arbeiter fehlen. Aber es ist wohl schon Stufe 1. Ja, okay. Und welche Rohstoffe fehlen denen? Alle. Ist ja alles rot, ne? Metallwaren, Ziegel und Holz fehlt. Ziegel kommen wir jetzt. Holz wird produziert, Ziegel wird geproduziert, aber die Metallwaren, auch im Bergbau läuft das ja, ne, oder? Metalle kommen da raus, aber ja, weiß ich auch nicht, ob das dann noch weiterverarbeitet werden muss. Könnte sein, ne? Ja, müssen wir dann gucken, weiß ich auch nicht. Okay. Wer ist das? Speer. Ein Speer von irgendwem anders. Von Flora. Die sind ja auch braun, ne? Okay. Ist dann jetzt so eine Sache, ne? Der Händler ist vor Ort und liefert die Steine ab, ne? Ne, das ist ein anderer. Oder hat er schon aufgesattelt, das neu? Kann natürlich auch sein, dass er schon abgeliefert hat gleich. Weiß ich nicht, müssen wir gerade beobachten. Wenn er wieder wegläuft, sehen wir es, ne? Ob er das noch mit hat oder nicht. Ne, da ist der mit den Steinen. Alles klar. Ja, auch schön, ne? Der nimmt alles das mit, was wir brauchen. Schade, Konstanta bringt er das. Und die stehen da immer noch wegen Baustoffmangel. Auch schön, ne? Das verarsche, oder? Na, toll. Jetzt bringt der Steine rein, dann müssen wir gucken, ob die Steine dann da ausreichend sind, ne? Ja, drinne ist er. Abliefern tut er. Gucken wir, wenn er wieder von dann zieht, was er mitnimmt. Na? Der nimmt die 43 Steine wieder mit, das glaubst du noch nicht, oder? Ist doch Blödsinn, oder? So richtiger Blödsinn. Wofür hat er die denn da hingebracht, ne? Wofür hat er die da hingebracht? Sechs Stück werden da produziert. Ich weiß nicht, in welcher Zeit. Ziegel werden von der Bevölkerung benötigt, sind die berechtigten Baustoffe. Das wissen wir auch. Tja. Von dem anderen ist noch nichts gemacht. Kohlegrube, Imker und das ist ein Brauhaus. Ja, sollte man das bauen? Getreidehof, ja. Kohlegrube, Imkerei oder Brauhaus. Ich denke mal, wir sollten uns hier mal gerade überlegen, das zu bauen.
Wo ist Sophia? Hier irgendwo, ne? Genau. Wie sieht's denn da aus? 3, 3, 3, 3 und da sogar 4. Gut, dann haben wir hier unten noch die dritte Stadt von uns. Ala. Da ist schon alles 2. Und Holz wird überproduziert. Ja. Weiß ich auch nicht, was wir da jetzt machen. Schafzüchter. Das läuft auf jeden Fall. 2712. Wir haben 4 Leute schon mehr. Wow. Denen fehlt immer noch das Gleiche. Das wird schon gebaut, oder? Ach so, konnten wir da auch sehen. Hier da. Alles gut. Ich glaube, wir können mal auf 3-mal umstellen, ne? Bringt ja sonst nichts. Der Bautrupp. Man kann auch irgendwie nicht erkennen, dass es besser wird hier, oder? Es wäre schön, wenn die Zahlen jetzt nicht rot wären, dann wissen wir, dass weiter bebaut werden kann, ne? Oder was fehlt oder so, ne? Wahrscheinlich sind es die Werkzeuge. Wo kriege ich Metallwaren her? Tja. Entwicklung. Hier sind Metallwaren. Ich würde das mal einführen. Weil das brauchen wir ja, oder? Sonst geht da ja nichts. Infrastruktur. Ja. Ist so, ne? Der hat das mit. Und der fährt wieder mit den 43 Steinen durch die Gegend. Die hat er jetzt immer auf dem Wagen, ne? Damit er nicht umkippt. Als Ballast. Da geht nix. Ja, jetzt zieht der Wind über die Anhöhe. Pfeift schön rum, ne? Ala ist auch klar. Irgendwie passiert gerade nicht so viel. Müssen wir mal gucken, was wir hinkriegen. Der Händler, der fliegt da durch die Gegend. Der andere kommt wieder. Der mit den 43 Steinen ist das. Und wird da auch nicht los, die 43 Steine, ne? Gut, wollen wir mal gucken, was das Wägelchen jetzt lädt. Die 43 Steine wieder, ne? Ja, und wie kommen wir an diese drei Werkzeuge? Oder was waren das für Dinger? Dass da gebaut wird. Metallwaren. Konstanza komme ich nicht hin. Hier. Ja, ich müsste hier hin und dann da mit Metallwaren bauen. Da sind sie. Aber hier kann ich die gar nicht erst bauen, oder was? Dieses kann gegen eine bestehende Produktion ausgetauscht werden. Okay. Ja, Bier brauchen wir schon woanders, oder? So, und dann müssen wir dahin und müssen da eine aufstellen, oder? Ja, bauen wir da jetzt hin. In der Hoffnung, dass es was wird. Oh, wir haben jetzt 200 Einwohner. Das sind jetzt schon 2800. Interessant. Ah, Getreide ist auch fertig. Zu essen haben sie dann da auch in der Stadt. Ja. Kontor. Da steht nichts dran. Ne? Ja, sonst sind das einfach nur so Gebäude, die keiner braucht. Marktplatz ist auch. Ja, weiß ich auch nicht. So. Da steht, dass es abgegradet wird.
Ja, gut. Ist jetzt nicht so prickelnd. Der Händler fährt weg. Was hat er mit? Steine. Und hier? Oh, gut. 6-7% sind das wahrscheinlich, die da fertig sind. Ja, müssen wir halt noch warten. Würde ich aber sagen, für diese Folge soll das erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.